einen wunderschönen Tag, liebe Zockerinos und Zockerinas. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir nicht im Dschungel stehen, sondern hier in Conan's Bar. Nun ja, in der Zwischenzeit ist ein neues Update rausgekommen. Ich habe das eben kurz auf meinem Kanal gepostet, dass die Conan-Aufnahme sich wohl verzögert, weil ich noch 40 GB runterladen muss. 49, das war aber ein Fehler von der PlayStation. Nach Neustarten musste ich dann nur den Patch von 4,9 GB runterladen und kann also doch aufnehmen. Und ja, was kam mit dem Update? Es kam erstmal diese neue Sache von dem Season Pass, also Season 2 Pass. Quasi habt ihr jetzt die Bauwerke hier, Baumhausfundament. Ich glaube mal, das gehört dazu. Ich bin mir nicht sicher, weil das ist jetzt alles ein bisschen komplex. Hier sind so viele Updates und alles. Ich weiß nicht, was zu was gehört. Hier sieht man es ja noch Kitanisch und Turanisch und das hier ist Baumhaus. Keine Ahnung, zu was das gehört. Ne? Zu Affen oder was weiß ich. Komm, mach mal rüber. Aber hier sehen wir noch mal mehr. Ich denke mal, das ist das. Ihr hört auch die Leute husten. Also es ist mehr Leben irgendwie integriert. Die Charaktere lebendiger gemacht. Ja, hier. Hängebrücken und Bühne. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu diesem DLC gehört. Wie gesagt, ich hab's keine Ahnung. Aber was ich mal ziemlich sicher bin, weil da was von Tavernen gestanden hat. Man kann jetzt hier... wo war's denn? Tavernensachen bauen. Ah, das hier ist das luxuriöse Bett, Fass. Ich glaube, das gehört auch dazu und die Vorhänge. Bank, kleine Bank, Schemel, weil das ist ja alles so Tavernenzeug, so Bierfässer und Fässerregal und so ein Kram. Denke ich mal, dass das zugehört, weiß ich nicht genau. Hier haben wir nämlich auch Weinkorb, Weingestell und Weinregal. Wo das hier herkommt, weiß ich auch überhaupt nicht. Das ist irgendwie plötzlich da, aber ich kann es ja mal zeigen. Hier kann man so Schachfiguren und Schachbretter bauen quasi. Das ist ansonsten eben viele Performance-Fixes. Aber das Wichtigste für uns ist eigentlich eine Sache, und zwar ein neuer Dungeon. Und den werden wir uns jetzt auch angucken gehen. Momentan ist ein bisschen Verzögerung bei Conan drin. Das liegt eben einfach auch daran, dass ich momentan mehr Bock an Code Vein habe. Und das die oberste Priorität hat für mich, weil ich mache das, was mir Spaß macht, auch wenn Conan besser geht von den Klickzahlen. Aber prinzipiell habe ich ja, vielleicht habt ihr das gelesen, auch den Post gemacht, dass ich sowieso recht unzufrieden bin. Ich habe 6 Videos in Folge mit insgesamt über 130 Aufrufe und es gab keine einzige Reaktion, kein Kommentar, kein Like, kein Dislike. Ich habe das mit meinem Kanal versucht so zu handhaben, dass ich nicht in jeder Folge wie so ein Dämlack sage, vergisst bitte nicht zu liken, aktiviert die Glocke und all den Scheiß, wie das jeder x-beliebige YouTuber macht und auch jeder große YouTuber macht, weil ich denke, das ist ein Zweifel, weil ich empfinde das so als Zweifel an der Intelligenz der Community, weil ich bin so ein YouTuber, wenn ich was gucke, das mir gefällt, oder sagen wir mal, wenn es mir nicht gefällt, dann like ich es eigentlich auch. Ich schreibe auch nicht zu jedem Video einen Kommentar, aber ich gebe auf jeden Fall den Like, wenn es mal gefällt. Und da braucht mich auch keiner dran erinnern. Und ich finde das einfach selbstverständlich. Und dass die Leute beim Video wie Conan, es mag sein, dass bei Man of Medan nicht so viele Likes sind oder dass keine Reaktionen sind, das sind ja auch nur 10 Aufrufe. Aber beim Video wie Conan, das 60 Aufrufe hat und hat 0 Reaktionen und das nächste Video hat wieder 60 Aufrufe, da gehe ich auch davon aus, dass ich wiederkehrende Zuschauer haben. Und das heißt ja, eigentlich gefällt es denen. Und dann können sie ja auch liken. Das ist so ein bisschen die Kritik an der Community momentan, weil das macht eben auch keinen Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke, ich werde auch, weil ich im November wegfahre zu meiner Freundin wieder, wenn ich da Urlaub habe, nicht viel vorbereiten. Normalerweise hätte ich einiges vorbereitet, dass ihr dann in der Zeit auch Videos habt, aber ich glaube, das mache ich diesmal nicht. Weil mir einfach die Zeit zu schade ist momentan für das Ergebnis. Ich meine, ich habe gepostet, kaum hatte ich den Post gemacht, hatte Conan anstatt 0 Likes, hat es dann auf einmal 6 Likes, also geht doch. Aber muss man euch wirklich dran erinnern? Das ist doch scheiße. Also ich bin da ein bisschen enttäuscht, muss ich auch ehrlich sagen. Es soll jetzt kein Hate sein oder so an euch, vielleicht einfach mal, dass er da nachdenkt, weil die Sache ist so, wenn ich ein Video bei jemandem gucke, gerade bei kleineren YouTubern, die jetzt nicht tausende von Aufrufen haben, dann like ich das Video, wenn es mir gefällt, um dem zu zeigen, hey, ist cool, was du machst, mach bitte weiter, und dass er auch Motivation hat, weiterzumachen. Weil wenn niemand drauf reagiert, nichts passiert. Die Leute stillschweigend gucken, es hat mal 50 Aufrufe, mal 60 Aufrufe, dann denkt man sich, warum mache ich das überhaupt? Kann ich auch für mich privat spielen, auf das, was ich Bock habe, und brauche das nicht zu machen. Ja, das ist so, und deswegen finde ich, sollte man halt
da doch schon mal gucken, dass man da irgendwie auch ja für sich an sich selbst denkt. Er sagt, ich würde gerne die Videos von dem weiter gucken, also zeige ich ihm auch, dass es mir gefällt. Ja, so, genug gemeckert. Wir gehen hier rein. Da ist der Eingang. Ups, ich wollte es eigentlich noch auf der Karte zeigen, sorry. Bin ein bisschen verwirrt, ich bin auch ein bisschen übermüdet. Ich bin heute Morgen früh aufgestanden wegen Formel 1 in Japan. Das hat um 7.10 Uhr angefangen und ich bin eben erst um 2 Uhr schlafen oder so und war schon vorm Wecker wach. Also ich brauchte da eigentlich gar keinen Wecker. So, hier können wir zur Oberfläche zurückkehren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wo der Dungeon beginnt. Alter, was ist... Was ist das für Geräusche hier? Also wie gesagt, ich weiß nur, wo der Dungeon beginnt, aber nicht, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich irgendwelche widerlichen Sachen. Seth, der Trinker, hat sich heute mal wieder geprügelt. Diesmal war der Schaden nicht allzu groß, es sind nur einige Möbel und Fässer zu Bruch gegangen. Trotzdem wird es Wochen dauern, Nachschub aus Neu-Asgard zu beschaffen. Heißt es nicht Neu-Asgard die ganze Zeit gießen? Jetzt heißt es Neu-Asgard. Oder was umgekehrt. Keine Ahnung. Ich würde ja sagen, er ist den Ärger nicht wert. Aber um ehrlich zu sein, er trinkt etwa 10-mal so viel wie alle anderen zusammen. Ohne ihn müsste ich vermutlich schließen. Okay. Er macht zwar Randale, aber er ist der beste Kunde. Okay. Kann man verstehen. Wir gucken mal. Neu-Asgard. Hier steht Neu-Asgard und hier steht Neu-Asgard. Lul. Hä? Ein Auge. Auge gemacht, Mann. Mir fällt sowas auf. Deutsch-Profi. Weißt du? Was ist mit ihm los? X. Nein, über den Durst getrunken, mein Freund. Du willst kämpfen? Oh, ja, da ist er ja schon. Der Trinker. Okay, der ist easy. Wo ist denn eigentlich mein Verbündeter? Oh, sorry. Der Trinker ist tot. Ich habe den Umsatz vom Wirt zerstört. Aha, guck mal da. Er hat eine Betäubungskeule. Stahlwachen. Okay. Ich habe schon so viel Zeug wieder im Inventar dabei, aber ich habe einen Trank dabei für Belastbarkeit zu erhöhen. Um die Belastbarkeit zu erhöhen. So. Scheiß Frosch im Maul. Merk's. Nicht ganz so fit. Aber ich will das jetzt noch aufnehmen. Und dann haue ich mich hin und gucke YouTube-Videos. Und like! Lol. So, was haben wir denn hier nochmal Schönes? Wieder eine Rauferei. Langsam komme ich an einen Punkt, an dem ich Seth sagen muss, dass er hier nichts mehr zu trinken bekommt. Sobald die anderen Gäste ihn sehen, suchen sie fluchtartig das Weite. Schlecht fürs Geschäft. Das ist meine Entscheidung in beiden Fällen. Ja, den Seth brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Der hat gerade mein Beil kennengelernt. Ah, ich habe übrigens das Sternmetallschild repariert. Ich habe auch unser Zeug aussortiert, das wir gefunden haben. Wir hatten ja ein paar Sternmetallwachen noch über und das Ganze hat 5 gekostet, aber das Schild ist einfach wertvoll as fuck. Und deswegen brauchen wir das. So. Dunkelwärts. Ich mach mal nochmal Licht an. Ja, ihr wollt auch Action? Ach ja, Bogenschützen natürlich. Ah, die Reliquienjäger. Aua! Hey. Und ohne Witz, ich habe eigentlich gegoogelt, wo der Eingang ist zu diesem Dungeon und habe ihn trotzdem eben nicht gefunden. Und ja, deswegen wollte ich ihn eigentlich euch auf der Karte zeigen, weil irgendwie in Google es war nirgendwo ein ordentliches... Oh, schön. War nirgendwo so ordentlich aufgezeigt, wo der jetzt tatsächlich ist. Und deswegen dachte ich mal, ich werde euch das zeigen. Habe ich aber vergessen. Aber ihr wisst ja, zumindest mal wisst ihr, dass es in der Nähe von Colins Bar ist. Das sollte vielleicht schon helfen. Ah, da ist noch ein Buch. Ha, endlich ist mir das Glück wiederholt. Heute kam ein ziemlich ungehobelter Bursche in die Taverne, der sich Colin aus Cimmerian nannte. Seth hat natürlich seine Nase nicht gefallen, also kam es zum Kampf. Colin hat ihn grün und blau geschlagen, aber der Bar ist nicht nachtragend und hat Seth den... Der Barbar ist nicht nachtragend und hat Seth den restlichen Abend mit Getränken versorgt. Er hat mir sogar geholfen, Seth in den Weinkeller zu schleppen, nachdem er umgekippt war. Ich mag diesen Cimmeria. Ja, Ani hat's geregelt. Und wir haben den Rest gemacht. So, da holen wir noch die Seele von ihm. Bis sich das lohnt. Ich habe auch ein legendäres Reparaturkit dabei. Der Dungeon sieht aber cool aus, ey. Falls wir hier uns eine legendären Waffen hier reparieren müssen, hier die Dolche.
die kommen bestimmt zum Einsatz noch hier im Dungeon. Im Dungeon ist immer Dolch-Time normalerweise, wenn irgendwelche Bosse kommen. Oder fast immer. Weil die halt sehr effektiv sind. Was ich gelesen habe, es soll voller Loot sein, voller neuer Loot, neue Sachen geben, neue Sachen wohl erlernen können. Ich bin gespannt. Wir werden das auch wohl nicht in einer Session hier durchziehen. Denke ich mal, ich weiß nicht, wie groß er ist. Aber so, wenn ich die anderen Dungeons so gesehen habe, Alter, wie geil sieht denn das da bitte aus? Dann kann ich mir vorstellen, dass wir das nicht in einer Session schaffen. Okay. Was ist mit euch? Ihr wollt Krieg? Ja. Wer will Krieg? Du nicht, denn du bist lieb. Zack! Wir sind gemeine Gang. Alter, wo ist denn eigentlich mein Kollege? Was macht denn der? Hallo? Guckst du jetzt zu, wie ich verprügelt werde? Was? Ah, diese NPCs, ey. Ohne Witze. Alter, was haben die? Die haben es aber ganz schön drauf schon, Leute. Die machen zwar nicht so viel Damage, aber die fressen. Und ich habe einen dreifachen Blutungsschaden. Uff. Mein Kollege macht sich einen lauen Lens. Ah, er hier macht Blutungsschaden. Was hat denn er jetzt in die Hand genommen? Oh, nee. Ja, trifft mich natürlich voll. War so klar. Oh, ich stirb jetzt, Motherfucker. Irgendwas stimmt hier nicht. Mein Kollege hat keinen Bock. Wie war das her? Und du stirbst jetzt auch noch. Er hat wahrscheinlich wieder keine Pfeile und hampelt deswegen darum. Das ist irgendwie bei dem ein Fehler. So, eigentlich hätten wir, ja, hätte ich gewusst, dass hier so solche Gegner sind. Dann hätte ich, glaube ich, ein bisschen was anderes mitgeholt. Anderen Stuff. Ja, er hat keine Pfeile mehr, aber warum rüstet er nicht die Waffe aus hier? Rüstet die Waffe aus? Rüstet das aus? So, ich jetzt gleich den Bogen ab. Ja, ne? Ich hoffe, du kämpfst jetzt. Ansonsten gebe ich da Pfeile oder ich hole dir den Bogen ab. 27er Bogen, meiner ist 29. Okay, das sollte ich mal schon mal merken. Ich mache mal hier noch ein bisschen Metallzeug bei dem rein. Und alles, was ein bisschen mehr Gewicht hat. Dann hoffe ich, dass der jetzt mal gleich kämpft. Das geht mir nämlich auf den Sack, dass der nichts macht. So. Könnten ihm noch die Rinde reinpacken. Ich will das jetzt so machen, dass er seine Waffen nicht ablegen kann. So, Steine kriegst du auch noch. So. Wunderbar. Du hast noch eine Seele für mich, ne? Deine hatten wir? Ja, okay. Gut, da geht's hier lang. Ist das eine Truhe? Aha. Silber! Oh, noch was zum Interagieren. Wo? Wo denn? Ich sehe es nicht. Wo ist es? Ah, da. 107 Tage nach dem Fall. Koa hat versagt. Wir dachten, wir wüssten, was Dunkelheit ist. Aber die Schatten, die wir kannten, waren nichts weiter als das Fehlen von Licht. Diese Dunkelheit ist das Ende aller Hoffnung. Zack kommt. Und wir... Oder Fack. Und wir können nichts dagegen tun. Das ist das Ende. Okay. Endlich, ne? So, was haben wir denn hier noch Schönes? Zack, zack. Okay, holen wir mit. Pfeile holen wir auch mit. Können wir ihm geben, eventuell. So. Herrlich. Bisschen gelootet. Gehen wir mal weiter. Und dann geht's ja weiter. Dieser Dungeon ist bis jetzt noch nicht spektakulär, aber... Die Gegner sind hart. Die Gegner sind hart, also die leben lange. Hier ist noch was zum Interagieren. Ah, jetzt kämpft er auch, ne? Da muss man ihm wirklich die Waffe in die Hand geben, oder was? Damit er das tut. Traurig ist das. Lol. Ja. Die Sterbeanimation. Was stimmt denn jetzt mit dir nicht? Wehe, du gehst jetzt da runter. Jetzt ist er richtig auf dem Trip. Ja, jetzt geht er, glaube ich, auch da runter. Ich wollte hier noch interagieren mit dem Tagebuch. 97 Tage nach dem Fall. Er hat uns aus der Straße... aus der Stadt getrieben. Was ist los mit mir? Wir sind die letzten Überlebenden. Kor glaubt, er könne die Kreatur durch die Umkehrung des Rituals einfangen. Er muss zurück zum Tempel. Durch die verwüsteten Straßen der Stadt. Ich wünsche ihm alles Gute.
werde selbst aber hier draußen mein Glück versuchen. Etwa die Hälfte unserer Gruppe wird ihn begleiten. Die anderen bleiben hier bei mir. Wir beten so sehr, dass er es schafft. Sorry, ich muss jetzt Gas geben, weil ich werde nämlich beschossen. Weil der Idiot da wirklich... Jetzt hat er Blut geleckt, Mann. So, die hard. Du kümmerst dich um den Schwerheini. Ich hol den Bogenschützen weg. So. Nice. Muss halt auch nicht jeden Schrott vielleicht einsammeln. Ah, das ist ein Boss. Uff. Alter. Das Ben ist auf der Suche. Okay. Enia auf der Suche, so. Geben wir mal den Blutungsschaden, dass er hier ein bisschen schneller abnippelt. Ob ich so? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Alter, die frisst aber auch. Okay. Geht hier wahrscheinlich irgendwie um diese Reliquien-Hunter und dann frage ich mich, wie dann ein richtiger Boss aussieht, wenn die hier schon so heavy sind, obwohl das nicht unbedingt was zu heißen hat. Aber es kann schon sein, dass das dann doch mit Vorsicht zu genießen ist. Oh, und das ist ein Herz eines Helden wahrscheinlich. Gehe ich mal stark davon aus. Zack. Können wir gebrauchen. Die befreien uns nämlich von der Finsternis da, oder wie auch immer. Oh, you have found some Kari Steel. Okay, was ist das? Das ist auch noch auf Englisch, guck mal. Ah, Kari Stahl. Eine mit einer seltsamen Essenz bestrichener Stahlbarren. Sag's ja heute, ich kann nicht lesen, Leute. Ich weiß auch nicht, meine Augen torpediert. Am wenigsten hat es sich gelohnt aufzustehen. Formel 1 war cooles Rennen. Und da haben wir nochmal was. Yay, Karistahl plus 1. Okay, dann müssen wir die Augen aufhalten nach so kleinen Kisten. Weil die werden wahrscheinlich notwendig sein, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, um die Sachen zu craften, die wir dann... abgetrittes Bein. Die wir dann hier bekommen werden. So, jetzt gebe ich dem mal nochmal das Eisen. Nicht genug Platz im Inventar. Ja, warum stapelt er es nicht über das Eisen, das er hat? Meine Fresse. Das ist so nervig. Karistahl kann man auch nicht... Ja, doch, kann man stapeln. Na, es geht nicht. Ach, diese Spielfehler, ey. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Man hat keinen Platz im Inventar. So, und jetzt stapelt das drüber. Mann. Manchmal das Gefühl, das Spiel verschlechtert sich mit jedem Update ein bisschen. So. Okay. Steht immer irgendwas von Performance-Verbesserung und der Verbesserung und diese Verbesserung und das und nichts geht mehr. Lol. Aha. Ich hätte aber lieber einen Stahl gehabt, Kari-Stahl. Ja, aber ja, ist auch okay. Für den Anfang. Hier ist aber nichts mehr an Stahl. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit, so 7 Minuten, sage ich mal. So 25 Minuten Folge würde ich schon gerne machen, vor allem weil ich ja auch ein bisschen Vorwort hatte. Ein bisschen rumgemault mit euch. Ich hoffe, ihr nehmt es mal nicht krumm, aber ich sage eben auch gerne mal, was ich denke und wenn mich was anpisst und. Oder was heißt anpisst, wenn ich denke, es gibt hier noch Luft nach oben oder Möglichkeiten, dass wir uns gemeinsam auch verbessern. Das soll jetzt nicht nur Hate gegen euch, das soll nicht Hate gegen euch sein, sondern einfach nur mal so meine Gedankengänge dabei, damit er das vielleicht auch versteht, warum das dann auch ein bisschen nervt. Weil man setzt sich hier auch wirklich hin und nutzt seine freie Zeit, die man hat. Auch wenn man schon relativ wenig hat, dann setzt man sich hin und nutzt das hier, um euch die Videos vorzubereiten und dann sind die Leute nicht in der Lage, obwohl ihnen das Video gefällt, also ich habe den Eindruck, dass den Leuten das Video gefällt, obwohl es ihnen gefällt, dann nicht in der Lage sind, den Like-Button zu drücken. Und das finde ich dann halt ein bisschen traurig. So, was hat denn der da? Das ist eigentlich ein Eintermesser. Okay, das ist eigentlich unnötig. So, was ist mit dir? Okay.
schreckgeweideter Blick hier. Und deswegen habe ich das dann eben auch mal erwähnt, ne? Ja, Sterne aufgesammelt, sehr schön. War das der einzige Weg? Warte mal, ja, ne? Ja. So, kann ich jetzt wenigstens noch... Oh, getrennte Beine im Inventar. Ne, geht auch schon wieder nicht. Alter, Alter. Ja gut, da behalte ich jetzt einfach mal das andere Zeug. So, wo geht's jetzt hier weiter? Müssen wir wahrscheinlich irgendwo... Oh, springen. Ach du Scheiße. Lul. Ja, geh mal rüber, Mann. Boah. Zack. Ja, klettern nicht möglich. Da müssen wir aufpassen. Wenn wir in der Instanz nicht klettern können, dann können wir nur den Sprung direkt schaffen. Ja, schaffen wir aber locker. Nice. So, interagieren. Wo? Hier, der Totenschädel. Ne, das ist kein Totenschädel. Wo ist denn jetzt schon wieder was zum Interagieren? Ist es nicht. Wo bin ich? Kind? War irgendwo was zum Interagieren. Oder kommt das erst? Ne. Es ist nicht mehr da. Der Schriftzug ist auch nicht mehr da. Drücke zum Interagieren. Stein? Ah, nein. Nee. Stein? Aber wenn ich hier in diese Richtung gucke, dann zeigt er mir das doch an. Was ist denn das? Jetzt nicht mehr. Hä? Ich veräppeln oder was? Ich finde da nichts. Ist ehrlich, ich sehe da nichts, ich finde da nichts und jetzt. Hier. Kann ich hier die Brücke vielleicht umwerfen? Ah, nee, hier! Ah, die Fackel konnte ich anmachen. Okay. Ist das irgendwie von Bedeutung? Ist das jetzt auch das Einzige, was da war? Keine Ahnung. Gehen weiter. Ist hier nichts anderes. Da. Ich dachte jetzt vielleicht, das vertreibt die Geil. Alter, 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 Alter. Ja, hier ist es normal sehr dunkel und das heißt, wir könnten hier nicht gut kämpfen. Alter, ey, lass mich doch mal. Geh weg da. Also wir könnten nicht so kämpfen, wie wir es gerne wollen würden, wenn die Fackel... Oh, das wollen wir mit. Das lassen wir liegen. Was hast du Schönes dabei? Hast du Hexenpulver dabei? Nee, Arschloch. Geizkraken. Oh. Eisen in Rohform. Okay, also eine Fackel ist hier Gold wert, sag ich mal. Aber Fleisch... Ja, solange wir aus dem Inventar essen können, essen wir auch aus dem Inventar. Und trinken könnten wir auch mal. Schluckschen. Da hinten ist noch so ein Geist. Ein Geisterskelett. Also es wird zunehmend düsterer. War sehr schlauchförmig, finde ich's. Aber das ist nicht schlimm. Also stört mich nicht so wirklich. Ah, kann sein, dass die nachspawnen. Vielleicht, wenn man nicht das Ding da anmacht. Uah. Hey, ich hab's doch angemacht, oder? Ja. Ist eine leichte Flamme entstanden. Oh, das ist mein Kollege. Alter, die setzen mal ganz schön zu. Heiliger. In der Masse. Was war denn das für ein Speedrun von dem Skelett hier? Was hast du vor? Gehst du hin? Ist da noch was? Zuflucht. Zuflucht. Klingt gut. Aha. Karischdahl. 2. Jawohl. Schön. Haben wir schon mal 6. Noch eine Kiste. Oh, was ist denn hier passiert? Ja, nochmal Gold und Silber. Nice.
Aber direkt Goldbarren. Alter! Hui! Monstrosität! Was soll der Scheiß? Stirb hart! Los! Toll. Uff, wo kommt der jetzt her? Hier. Einer. Okay. Alter, wo kommt ihr denn plötzlich alle her? Ich bin auf die lang gelaufen. Oder hast du aus der Erde rausgegraben oder was? Zack. Okay. Machen wir mit. Das lassen wir. Das holen wir auch mit. Ja, Pfeile könnten wir auch mitnehmen. Wir denn eventuell. Er hat jetzt eben auch geschossen. Ich weiß nicht warum, wie er das gemacht hat jetzt. Aber. Oh, ja. Ein Verbesserungsmodul. Nicht Verbesserung. Kann ich dir wieder Eisen geben? Ja, ich glaube, noch hat er Platz. Ich habe hier noch ein bisschen Eisen und Stahl. Ich bin wieder recht voll. Ah ne, Eisen habe ich keins mehr. Okay. Gut. Ja, Steine können wir noch wegschmeißen und so. Irgendwann. Muss jetzt nicht unbedingt sein, oder ich mach's gleich in der Aufnahmepause. So. Nochmal Stahl. Alles andere Zeug lasse ich jetzt da drin. Ey, die hat eine coole Waffe. Ja, das holen wir mit, das holen wir mit. Ja, schon. Das holen wir mit. Die Pfeile holen wir mit. Ja, ich kann ja einfach Stahl nicht liegen lassen, ey. Weiß nicht. So. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Bruder? Ja. Was traurig ist? Die Arme, die brauchen wir auch nicht. Das kannst du noch tragen. Das ist doch gleich genug davon. So, die Steine schmeiße ich weg. Okay, liebe Freunde, jetzt haben wir recht viel Zeug schon wieder drin. Jetzt verliere ich wieder die Übersicht im Inventar, wie es aussieht. So, da ist noch eine Monstrosität. Wir machen mal noch das Licht an. Ja, also, nee, warum sind die jetzt aus und an und aus und an? Hä? Ah, jetzt. Ah, dann habe ich die andere... Oh, nicht richtig angemacht, oder? Natürlich nicht. So, jetzt aber. Da ist noch irgendwas zum Interagieren gewesen. Ah, da ist noch ein Tagebuch. Okay. So. Hier steht nochmal Interagieren, aber ich glaube nicht, dass ich die Fackel ausmachen kann, weil hier liegt auch nichts. Also werden wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen umgucken. Jetzt gucken wir uns noch das hier an. 93 Tage nach dem Fall. Das Ritual wird durchgeführt. Apostasie ist alles, was uns noch bleibt. Wir müssen dem Gott abschwören, der uns verlassen hat, um neue Verbündete in der Dunkelheit zu suchen. Ko ist zuversichtlich, dass er kontrollieren kann, was immer das Ritual beschwört. Er hat seine Macht in der Vergangenheit nicht nur einmal unter Beweis gestellt. Wir haben Türen des Tempels zerschlagen und die Priester in ihre Quartiere gesperrt. Wir sind vorbereitet. Ups, Entschuldigung. Und ja, ich sage nun, liebsten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch den schönsten aller Tage und bis zum nächsten Mal mit Conan Exiles. Dann geht's hier im Dungeon weiter. Im Wine Cellar heißt das Ganze, also Weinkeller. Ja, bis dahin. Bye, bye, bye.